Ja, wollen wir ein bisschen über den Hockenheimring fahren. Bin ich im wirklichen Leben auch schon. Welchem Auto? MX-5. MX-5, eieiei. Neun oder einen alten? Damals war der neu, das war noch ein NA. Also der alte mit den Klappscheinwerfern. Oder war es ein NB? Kann auch ein NB gewesen sein. Weiß ich gar nicht. Das ist echt ein VW, ey. Ich glaube es nicht. Ich hab dir gesagt, mit dem Enzo wird es schwierig, aber das glaubt mir ja nicht. Egal. Oh, Thomas! Ich hab das mit dem Bremsen noch nicht so raus. Ja, ja. Ich fahr eigentlich sonst immer nur mit Bremsen. Bremshilfe? Da kriegst du ja gar keine schnellen Zeiten hin, weil das Ding ja ständig am Bremsen ist. Auto muss 5000 PS haben, aber Bremshilfe. Oh, komm! Ey, ohne Scheiß, Thomas, fix dich an. Ich hab meine komplette Karre zerstört, weil du mit Vollspeed in mich reinfährst. Ja, ist doch. Ich hab keinen Bock mehr. Ja, macht doch, das hat keinen Sinn. Meine Karre ist jetzt sowas von zerlegt, ich fahr nach rechts. Ja, toll. Ja. Ich dachte, die fahren auch rennen und kein Zwatschen Derby. Ja, ich sag ja. Ich würde hier, weiß ich nicht. Ja, ich auch. Ja Leute, so seht ihr das, wenn der Mitspieler es nicht verstanden hat. Jetzt bin ich an der Box vorbeigefahren. Ey, ohne Scheiß. Direkt Fliehkräfte. Ich muss die Sonne runter damit fahren. Ich bin 12. momentan. Thomas, oh, ist raus. Ja, super. Danke, Thomas. Er versteht das nicht, ne? Also. Jetzt bei Mama am Rockzipfel und dann, die will ich mich nicht. Sag ich doch. Danke, Thomas. Ja, toll. Jetzt ist meine Karosserie so zerstört, dass ich nicht um die Kurven komme. Dann gehe ich auch raus, warte. Ey, da spielst du schon die Strecke, die er spielen will. Verstehe ich nicht. Du lässt dich darauf ein, was er spielen will, und dann macht er so eine Scheiße. Was ist denn daran lustig?